war zu erwarten. Sollte ich diese Gefühle nicht fürchten? Ihr solltet sie annehmen. Sie sind es, die euch menschlich machen. Was, wenn ich Unrecht handelte? Wenn diese Männer nicht den Tod verdienten? Wenn sie reinen Herzens waren, fehlgeleitet vielleicht, aber reinen Gewissens? Ich bin nur Rafik, Altair. Das übersteigt meine Weisheit. Vielleicht kann Al-Mualim euch Antworten geben. Ja, vielleicht. Danke, Rafik. Es ist mir eine Ehre, jemandem mit eurem Geschick zu dienen. So, ich würde sagen, sprechen wir mit Al-Mualim. Al-Mualim. Und, ja. Spule vor zum aktuelleren Gedächtnis. Dann, glaube ich, kommen wir nochmal aus dem Anime raus. Sehr schön. Ja, es gibt noch Gedächtnisabschnitt 6 und 7. Und dann habe ich das Spiel auch schon durch. Naja, was heißt auch schon? Das sind bestimmt jetzt schon Gott weiß wie viele Parts. Nicht viel Zeit, Wenig. Es gibt ein enges Zeitfenster. Wo immer es steckt, Zeit ist zurückzuholen. Arbeiten. Und wenn Sie fertig sind? Wir erledigen ihn. Ich möchte diesen Bericht morgen früh haben. Ich habe ein bisschen Arbeit zu erledigen. So haben Sie den Rest der Nacht für sich. Die Maus war gerade invertiert. Das war verwirrend. Gut, ist jetzt aber nicht mehr so. So, ich würde sagen, bevor wir in unser Zimmer gehen, reden wir doch nochmal mit, wie auch immer sie heißt. Ich glaube, es gibt ein Problem mit dem Animus. Nein, er funktioniert gut. Ich bin sicher, dass er mich rauswarf, als... Halten Sie besser den Mund. Erzählen Sie mir jetzt endlich, was hier vorgeht. Wir müssen Sie aufhalten, Desmond. Wenn Sie den letzten Gedächtnisabschnitt öffnen. Sie haben gerade erst angefangen. Sie wollen alles ändern. Aha. Wie wir leben, wie wir denken, wie wir sind. Sie haben wenig gehört, was falsch ist in der Welt. Dass wir Ordnung und Disziplin brauchen. Und dass sie uns das geben werden. Nur, dass wir dabei nicht mitzureden haben. Wie? Der Schatz der Templer. Sie glauben, er... Miss Dunham? Ja? Sie müssen Desmonds Dateien in die Datenbank laden. Gut. Okay. Das blinkt da so schön. Aber das kann ich natürlich nicht irgendwie machen, mitnehmen, wie auch immer. Gucken wir mal, ob wir nochmal das Gespräch hier suchen können. Bei ihr. Offensichtlich nicht. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir in unser Zimmer. Und schlafen mal in der Nacht drüber. Dann werden wir ja sehen. Oh ja. So. Oh, gute Nacht. Und immer wieder diese Bilder im Traum. Verwirrend. Die Zeit drängt, Mr. Miles. Ja, ich komme. Wir sind fast fertig, wissen Sie. Und dann was? Sie werden sehen. Sie werden sehen. Vielleicht lässt man sie zusehen, wenn es beginnt. Es ist nicht so schrecklich, wie Sie glauben. Naja, ich weiß, dass Sie mich nicht gehen lassen. Warum sagen Sie mir nicht, was hier vorgeht? Belustigen Sie mich. Belustigen Sie mich. Ich bin kein Idiot, Mr. Miles. Ich glaube, Sie wissen bereits eine ganze Menge. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Natürlich nicht. Okay, dann frage ich Sie etwas anderes. Ja? Ein paar Dinge, die ich im Animus gesehen habe, scheinen falsch zu sein, unwahr. Okay. Als ob die Geschichte falsch liegen würde. Irgendwie passt es nicht. Was passt nicht, Mr. Miles? Es passt nicht zu dem, was Sie im Online-Lexikon gelesen haben? Was Ihr Oberstufenlehrer Ihnen beigebracht hat? Lassen Sie mich eine Frage stellen. Haben diese vermeintlichen Experten Zugang zu geheimem Wissen, das anderen verborgen bleibt? Es gibt Bücher, Briefe, Dokumente, alle möglichen Quellen aus der Zeit. Einige scheinen dem zu widersprechen, was der Animus mir zeigt. Jeder kann ein Buch schreiben. Und jeder kann es mit allem Möglichen füllen. Alles Mögliche. Früher glaubten wir, die Erde sei eine Scheibe. Manche glauben es immer noch. Ja, und sie veröffentlichen Bücher darüber. Oder darüber, dass die Mondlandung ein Betrug war. Ich glaube, es gibt auch ein Buch, das behauptet, die Erde wurde an 7 Tagen erschaffen. Die Bibel? Bestseller. Worauf wollen Sie hinaus, Doc?
Ich glaube, der Punkt ist, dass Sie nicht alles glauben sollten, was Sie hören oder lesen. Wie sagte Ihr Vorfahr noch gleich? Nichts ist wahr. Und alles ist erlaubt. Ja, genau. Das ist mit ein Grund, warum der Animus so spektakulär ist. Er lässt keinen Raum für Fehlinterpretationen. Dafür ist immer Raum. Touché, Mr. Miles. Nun, da ich Ihre Frage beantwortet habe, können wir anfangen? Los geht's. So, kann ich auch von dieser Seite hier ran? Nee, ne? Dann einmal drumrum und ab geht's in Animus. Ich bin mal gespannt, was wir jetzt, ob wir noch was freischalten, ob es noch was gibt. Ich bin gespannt. Ich würde sagen, kein Zugriff. Fortsetzen, fertig, aus. Benutzen Sie Konterangriffe, wenn Sie es mit mehreren Gegnern zu tun haben, um einen... Mache ich immer. Konterangriffe mache ich immer. Wir haben viel zu bereden. Okay. Es ist fast geschafft, Altair. Robert de Sable steht jetzt noch allein zwischen uns und dem Sieg. Oh ja, noch ein neues Schwert. Yay! Seine Hand gibt das Gold. Mit ihm stirbt das Wissen vom Schatz der Templer und die Bedrohung, die dieser darstellt. Ich verstehe immer noch nicht, wie ein so kleiner Schatz so viel Tumult verursachen konnte. Der Edensplitter ist die Verkörperung der Versuchung. Seht nur, was sie aus Robert gemacht hat. Nachdem er die Macht kostete, wurde er verschlungen. Er sah keine gefährliche Waffe, die zerstört werden muss, sondern ein Werkzeug, das ihm helfen würde, seinen Lebenstraum zu verwirklichen. Dann hat er von Macht geträumt. Ja und nein. Er träumt noch immer, wie wir, vom Frieden. Aber dies ist derselbe Mann, der das Heilige Land mit Krieg überziehen wollte. Nein, Altair. Wie könnt ihr, der ihr mir die Augen geöffnet habt, das nicht erkennen? Wie meint ihr das? Was wollen er und seine Gefolgsleute? Eine Welt, in der alle Menschen eins sind. Ich lehne dieses Ziel nicht ab. Ich teile es. Aber ich nehme Anstoß an der Art und Weise. Frieden muss erlernt werden. Verstanden werden. Willkommen geheißen werden. Er wollte es erzwingen. Und uns unseres freien Willens berauben. Sonderbar. So von ihm zu denken? Hegt niemals Hass für eure Opfer, Altair. Solche Gedanken sind Gift und vernebeln eure Urteilskraft. Könnte er nicht überzeugt werden, seine wahnwitzige Idee aufzugeben? Ich sprach mit ihm auf meine Weise, durch euch. Was war jeder Anschlag, wenn nicht eine Botschaft? Aber er hat sie ignoriert. Dann bleibt uns nur eine einzige Wahl. In Jerusalem seid ihr ihm zuerst begegnet. Dort findet ihr ihn auch jetzt. Möge dieses letzte Geschenk euch Stärke verleihen. Geht, Altair. Bringt es jetzt zu Ende. Oh ja, es geht endlich gegen Robert de Sable. De Sable, wenn ich das richtig ausspreche. Schwertmeister Schaden. Oh ja. Noch mehr Schaden und nochmal extra Wurfmesser. Fuck yeah. Alles klar. Ich würde sagen, ich gehe mal kurz hier raus. Bevor es allerdings ins nächste Gebiet geht, mache ich gleich nochmal kurz ein Päuschen. Oh, da oben ist eine Flagge, die hole ich eben noch. Wenn ich schon mal hier bin. Jawohl. Lasst euch nicht ablenken. Kein Ding für mich. Wovor flieht dieser Narr denn? Alles klar, es geht nach Jerusalem. Allerdings erst gleich, denn vorher kommt, wie gesagt, die kurze Pause. Bis gleich. So, und ab geht's ins Büro von Jerusalem. Wird gar nicht lang gezögert. Das ändert sich, sobald sie ihre Waffe ziehen. Okay. Gut zu wissen. Bisschen spät vielleicht, aber... So, ich würde sagen, hopp, 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 ab nach oben. Und in Jerusalem, genau, da gibt es jetzt ein gar nicht so großes Gebiet. Erscheint zumindest nicht so groß.
5 zum Wurfmesser. Fette Sache. So, und das Schwert will ich natürlich ausprobieren, weil das ist richtig Hammer. Warum rennt er bloß so? Oh, da höre ich schon erste Bürgerratten. Eine Bürgerin in Nöten. Die retten wir dann gleich erstmal. Ist ja eh direkt hier. Ne? Alter. Alter. Am Arsch. Am Arsch. So, jetzt aber. Ach ja. Boah. Und abwärts. Und raus hier. Na, wo ist der Big Boss? Da ist er ja. Ach so. Na, von mir aus. Alter Schwede, Frechheit. Schieb ab! Ja, ja, zwei Hiebe. Ich liebe es. Oh ja. Ich danke euch. Das Schwert ist so geil. So, wo ist denn das nächste Ziel? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dinger gibt es. Ich würde sagen, ich arbeite mich von oben nach unten durch. Ne? Och man. Oh, verdammt. Ha, ein Hieb. Wenn die es nicht abblocken. Haben die mich gerade ausgebuht? Oder haben die nur geschrien? Ich hab's nicht ganz verstanden. Egal. Finde ich jetzt eh nicht raus, wer so dreist war. Ah, hab ich doch richtig gehört. Ungläubiger, stirb! Ach, da muss ich jetzt ran. Da drüben ist am besten. Glaube ich. Oh, cool. Noch eine dicke, fette, geile Fahne hier. Und aufwärts geht's. Aber das ist der falsche Turm. Ach, verdammt. Na egal. Na, na. Zack, so, geht doch. Ne, ich bin leider nicht hier, tut mir sorry, aber... Wer hat das getan? Ich bin schon weg. Und schon den zweiten Synchronisationspunkt erreicht. Oh, das ist doch angenehm. Sehr schön. Diebstahl sehe ich da. Ja, so dezent, das habe ich gerne. Möge der Herr deiner Seele gnädig sein. Verpiss dich! Alter, wie dreist sie sind, dass sie mich auskontern hier. Schieb ab. Oh. Hey. Das war eben nice.